Jetzt kommen die Leute in den Studiengang zu dir. Wie können die denn in den großen Unternehmen dann dafür sorgen, dass sie auch diesen Freiraum bekommen? Der Unternehmergeist, den man möchte fördern, das funktioniert wirklich nur, wenn man die Leute einstellt, die das vorleben. Und es gibt so eine wunderschöne Anekdote von der Zero Asshole Tolerance. Was darum geht, in dem Moment, wo du eigentlich merkst, du hast im Unternehmen Leute, die Arschlöcher sind, die musst du rausstellen. Weil wenn das Verhalten toleriert wird, wenn ich sehe, mein Arbeitskollege benimmt sich da wie der grösste Dummbatz, das kann nur korrigiert werden, indem man dort Vorgesetzte hat, die sich einsetzen und einfach ganz konsequent vorleben, was der Geist in dieser Unternehmung sein soll.